Interstate 70 oder Interstate 70. Check, ey. Bist mal wieder zu unfähig. Pass auf, Jack. Es wird halt frostig. Ach, es wird okay, frostig. Danke. Ist mir noch nicht aufgefallen, nee. Danke für die Vorwarnung. Oh, eine Tankstelle. Na, brauche ich nicht. Mein Lamborghini ist immer noch der beste. Wie auf jeder Eisstrecke ist das Kontrollieren des Fahrzeugs schwerer. Laut Theorie. Und damit sind wir auch gleich 100 da. Wir sind unter den Top 100. Dann ist der 99. Den haben wir jetzt auch mal pornomäßig geholt. Fahren sie alle so langsam, ey, weil es rutschig ist. Nein, bitte. Noch 2 Kilometer, dann haben wir die. Letzten Meter. Die Verkratzer. 99. Wir haben noch 49 vor uns. Weiter geht's. Glenwood Springs. Wieder 10 Plätze gut machen. Aus dem Weg, hier kommt der Lamborghini.
Ah ne, ich sehe es schon auf der Karte. Ich mach schön ran hier. Nein, du kommst nicht vorbei. Wo bin ich bitte abgehauen? Nur weil ich auf eine Nebenstraße, in Klammern, Nebenstraße gefahren bin? Komm, fahr in die Mitte. Ah, das ist ja gar kein Nix. Schade eigentlich. Tja, da kommst du nicht hinterher, was, ja? Nein! Alter. So eine kleine Abkürzung. Aber. Und wieder Serpentin. Yeah. Uhu. Da ist er ja. Ja. Tolle Straßenbüsche, muss ich echt sagen. Irgendwie. Das hat echt die Helden von der Polizei, echt. So, wetten du fährst jetzt da rein. War doch so klar. So. Ich habe nicht auf die Straße geachtet, ich habe nur auf den Boden. Das ist doch lame. Gucken, wo ich starten muss. Bitte nicht bei den Serpentinen, bitte nicht bei den Serpentinen, bitte nicht. Jetzt aber. Beendet. Und wir sind 89. Ja. César de Leon. César ist auf der Straße von L.A. aufgewachsen und hat eine durchwachsene Vergangenheit. Die Liebe einer guten Frau und die bevorstehende Geburt des ersten Kindes haben César aber zum Umdenken gebracht. Mit seinen beiden Brüdern lebt... Mann, das ist viel zu schnell! Ups, Mann. Was macht der Eli da?
Das müsste da vorne Cäsar sein. Nein! Den Rivalen überholt, genau. Wo ich mit denen nichts zu tun habe, ist er für mich ein Rivale. Ich kenne den nicht. Serpentinen, wie ich die hasse. Serpentinen! Auf der schnellsten Straße hier. Da ist er hier geflogen mit ein paar Polizisten. Mich hätte es jetzt gerne interessiert, was da auf dem Schild stand. Vielleicht. Bitte fahren Sie langsam. Auf Ihrem Weg ist eine unvollendete Straße oder so. Eine Tankstelle mit Anzeigebug. Und ab durchs Ziel. Sechsundachtzigster. Aspen. Und wieder Zeit gut machen. Das können wir am besten. Serpentinen! Wo ist das natürlich? Mal die letzte jetzt hier. Schnee, Schnee. Jetzt muss nur so eine richtig schöne Lawine von rechts kommen, das wäre episch.
nächste Checkpoint. Siebter Gang. Da ist der letzte Checkpoint und Ende. Nice. Gipfel Independence Pass Colorado. Ziemlich kalt, Jack, ne? Oh. Und ab geht's in die abgesperrte Zone. Da war sie den Berg hinab. Okay. Das. Oh mein Gott. Lawinen. Wow. Oder die Waldfee, ist das heftig. Ach du Scheiße. Mein lieber Schwan, das ist schon ziemlich krass. Großer Stein, da würde ich lieber nicht reinfahren. Okay. WTF. Schon mehr als krass. Jetzt fällt auch noch das Licht aus. Ja, super. Und großartig. Weiter geht's mit der komischen Ballerei, die hier auf die Berge schießen. Wollen sie so mit den Schnee rundholen oder was? Oh Gott, ich kann es mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Ja, okay, klar. Oh. Oh. Kommt ziemlich viel Geröll runter. WTF. Oh Gott, schaffen wir das vor die Lawine?
Ja, wir haben es geschafft. Nice. Sehr nice. 85. Damit haben wir auch die Etappe fertig. Die Rockies beendet. Und als nächstes geht es weiter, also morgen mit die Prärie. Also bis dann.